Kommunikation, mein kleiner Podcast, hier aus meiner kleinen Kneipe zum Hocker mit dem Kultgetränk Asbach. Lecker. Test 7, 9. Kommunikation, mein kleiner Podcast, heute mit Don Clark. Hallo. Aus Hamburg bei England. Es ist der Wahnsinn, wie Don und ich uns kennengelernt haben. Ich habe ihn erst mal gesehen als Moderator der Mitternachtsshow. Oha. Und er ging auf die Bühne und sagte, ich kann nichts. Ich kann gar nichts. Das zeige ich auch heute. Ich wurde oft gefragt, wie kam es dazu, ja, dass ich auf die Bühne gehe und sage, ich kann nichts. Ja. Hör mal, wie kam denn das dazu? Ich kam dazu, weil ich tatsächlich nichts konnte. Gut. Und ich dachte, die Wahrheit ist immer richtig. Ja. Die Wahrheit ist immer richtig. Und ich bin auf die Bühne gegangen und gesagt, ich mag gar nichts. Und dann ist es ausgeschmuckt, so, ich mag gar nichts, aber ich mag das gut. Ja. Und ihr wird mich lieben, auch wenn ich nichts mag. Und am Ende kommt eine Zugabe, ob ihr wollt oder nicht, ist mir scheißegal. Ja. Ich war einfach nur, und mit dieses Nichtstun hatte ich irgendwann mal 30 Minuten. Oh, da kann ich länger. Aber ich komme auch zum Schluss, ich habe ja 5 Kinder. Ja, gut, ich warte auf Erdbeben, ich auch rücklich. Wie bist du denn überhaupt nach Deutschland, ich bereite mich tatsächlich nie vor, gut. Nach Deutschland zu kommen, überhaupt zu kommen? Was ist denn mit dir? Du bist nicht vorbereitet, ich könnte Lügen nennen. Nein, ich don't klar. Es ist ganz einfach, ziemlich einfach. Ich war, wie alt war ich, 23 Jahre. Gut, ja, du Jahre, ich dachte jetzt England, wegen Jahrgang. Und unglaublich, wegen Abenteuer. Ja. Tatsächlich nach Deutschland wegen Abenteuer. Adventure. Ich kannte Deutschland nur von meinem Opa, der hat ein Bein hier verloren. Ich hätte da noch. Und ich habe gedacht, ich suche den Baum. Ich suche den Bein von meinem Opa. Das war mein Ziel. Aber ich habe immer noch nicht gefunden. Ja, leck mich am Arsch. Ich habe gedacht, ich wusste, damals war sehr viel los auf dem Bau in Deutschland. Ja. Und die haben Maurer gesucht. Und ich habe mich beworben als Maler. Und den wollte ich kein Maler. Dann habe ich mich beworben als Maurer. Ich kann beides nicht. Bist du ein guter Maler? Da könnte ich auch nichts. Ja, und dann bin ich aus Maurer gekommen und dann bin ich nach Deutschland. Anfang, wann war das? 79, März 79, Schneekatastrophe in Hamburg. Ja. Wahnsinnsschnee. Wäre ich auch da hingekommen. Ich dachte, wo bin ich gelandet hier? Wo bin ich gelandet? Und bin ich auf dem Bau, konnte kein Deutsch, konnte nicht mauern. Passte super. Ja, also im Endeffekt wie heute. Genau. Ja, da habe ich auch nur so, ich habe so getan, als bin ich Maurer. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich kann es auch so tun, als wenn du Komiker bist, weißt du? Ja. Ich fand es so dermaßen geil, ich habe durchgelacht. Ja, ich schön, habe das wirklich freut mich. Durchgelacht. Prima. Allein mit auf eine Scheibe scheißen. Auf eine Schiebe scheißen, auch geil, ja. Nur geile Sachen. Ja, ich habe nur geile Sachen. Wenn da führt kein Weg dran vorbei, wie komme ich dann da hin? Oder wie komme ich dann vorbei? Weltklasse. Genau, ja, hat mir mega gefallen immer. Und wenn du das moderiert hast, du hast es kürzer gemacht als Kay Ray. Oh ja, ja. Kay Ray. Das sind die Zeiten von der Mitternachtsshow. Ich habe gerade jetzt, ich habe glaube ich noch einmal Mitternachtsshow, dann ist vorbei. Ich bin 67 und ich habe 15 Jahre die Mitternachtsshow gemacht. Ja. Wirklich 15 Jahre lang. Ich kam teilweise von anderen Auftritten, bin da reingelaufen, nass geschwitzt und es hat geregnet und man wusste nicht, schwitzt er oder ist er nass? Man weiß nicht, ich bin auf der Bühne und habe 3 Stunden durchgesogen. Es war unglaublich, es war unglaublich. Und ich wusste, ich bin morgens um 5 nach Hause gekommen. Ja. Und hab gedacht, das war ein toller Abend, weißt du. Ja. Aber nur drauf, ne? nur Alkohol, nur. Na, aber man muss auch sagen, auch was draußen noch saß. Ja. Ja. Man wusste nicht, dass die dabei waren. Am nächsten Tag. Wir haben uns mal so eingegeben in Rallstedt. Ja, ja, das werde ich auch nie vergessen. Ich glaube, ich habe dein Programm gespielt, also gefühlt. Wir mussten lange warten. Ja, ne? Wir saßen in einem Riesenfestzelt, ne, oder? Oh, ja. Ein Riesenfestzelt. War eine Halle, aber gut. Und dann gut. Gab es kein Bier, dann haben die uns eine Kiste besorgt. Ja, stimmt. Wir haben einen zur Tanke geschickt. Ja, genau. Und dann kam er an mit Bier. Wir saßen auf so Campingstühle. Ja. Und dann hast du gesagt, ihr Don, ich wollte auf die Bühne. Und hast du eine kleine, wie nennt sich der Flachmann rausgeholt. War gar nicht so klein. Nee, also so flach war der auch nicht. Flachmann, ihr Don, nimm noch einen Schluck. Dann bin ich auf die Bühne. Wir waren alle betrunken. Aber wir waren alle gut. Das Publikum war auch betrunken. Die sind, ja, ich also. Wir kriegen dafür keine Standing Ovations bei nüchternem Publikum. Das war so Hammer. Und das Schöne ist, man geht weg, man weiß nicht, warum es gut war. Man weiß nur, es war gut. Es wurde auch nicht gefilmt. Schade. Eigentlich, ne? Da hätte man wieder eine DVD gespart, die man aufnehmen muss. Ne? Ja. Aber hast du in England auch schon Comedy gemacht? Oder das Gefühl dafür gehabt,
dass du in der Schule zum Beispiel witzig bist? Ja, absolut, absolut. Also ja, ich wusste das schon sehr, sehr jung, wusste ich, dass irgendwas ist da. Irgendwie gehe ich mit Sachen anders um als mit den, also wie meinen Schulfreunden und so. Also ich suchte immer den Humor. Aber du hast diesen, sag ich mal, englischen, wir sagen ja Monty Python, aber ja. Monty Python heißt es eigentlich. Monty ne? Python. Ja. Ja. Und diesen schwarzen Humor hast du nicht auf der Bühne. Hast du uns Deutsche dann schon gern? Nee, ich hab es schon ein bisschen auf die Bühne. Ich muss sagen, es gibt ein paar Sachen, die ich denke, die ich nicht mag. Ja. Weil ich denke, es muss ja ankommen. Man will, dass die Leute sich freuen. Man kann so ein Stück weiter gehen. Ich habe eine gerade Geschichte über die Queen zum Beispiel. Die Queen ist eilig in Deutschland, glaube ich, genauso wie in England. Und ich habe eine Geschichte über die Queen. Es geht darum, dass sie nicht mehr unter uns ist und dass es nicht stimmt. Doch, die ist ja jetzt unter uns. Ja, die ist auf jeden Fall unter uns. Und dann sage ich immer gerne, sie wollte eigentlich heute hier sein. Sie würde gerne heute hier sein. Das ist ihr Platz gewesen. Wo bin ich ein Engländer? Ja, und darüber, dass die Queen ihr Job so gut gemacht hat. Man kann ihr nicht, man kann nicht einen Witz machen über eine Frau, der so alles so richtig toll gemacht hat. Ihre Aufgabe hat sie super gemacht. Und dann sagt, wir weiß aber nicht so wirklich, was ihre Aufgabe war. Ja. Ja, es ist, dass sie aber nie was falsch gemacht hat. Man hat nie gelesen in der Zeitung, zum Beispiel Queen besoffen auf Malle, ohne Schlipper. Nee. Hat man nicht gelesen. Nee. Ne? Oder Queen ohne Schlipper, mit Schlipper besoffen auf Malle. Ja. Hat man auch nicht gelesen. Ja. Ne? Nee, da war die vorige Generation. Weißt du? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke selten Dokumentationen, die in Richtung Königshäuser gehen. Ja. Ich könnte über Norwegen nichts sagen. Ja, ja, ja. Aber das hat mich immer interessiert. Ja. Das kam aber auch durch so einen Witz, den hat, glaube ich, Fips Asmussen immer erzählt. Prinz Charles sieht aus wie ein Taxi, wo die Türen offen stehen. Sehr gut. Auch sein Werdegang von irgendwie so ein Hallodri und dann und plötzlich ist er einer, dem hörst du gerne zu. Ja, ja, ja. Plötzlich wird Camilla nicht nur getrunken. Das sage ich auch auf die Bühne. Wir haben jetzt einen König und wir haben tatsächlich den älteste König der Welt. Ja. Aber es ist kein Wettbewerb. Ja, ja, da ist kein DSL. Das ist wirklich. Also, und ich habe auch gesagt, ich finde, wir sind jetzt in einer Zeit, 2023, wo alle sagen können, ich will nicht der König werden, ich will der Queen sein. Ich will die Kleider meiner Mutter tragen. Weißt du? Ja, ja, ja. Zeitgeist, ne? Ja. Weißt du? Das ist und so, dieser Witz, meine Frau hat gesagt, ich wäre eine Transe. Ja und? Ja, habe ich ihre Sachen gepackt und abgehauen. Schön, schön. Ja, ja, aber ich glaube, William steht bereit. Ja, ich glaube auch. Ja. Harry, weiß ich nicht, Harry würde jetzt dann da was anderes rausmachen. Da wäre ein Kinofilm dann. Ja. Nee? Aber ich weiß schon, das kann passieren. Auch das kann passieren. Ja. Aber das ist so schräg in England. England geht es nicht wirklich gut. Ne? Also seit Brexit noch schlechter. Und trotzdem die Queen oder der King, der Neue und die ganze Royal. Er macht es gut. Ich hätte nicht gedacht, dass er den Übergang so dermaßen straight macht. Ja, ja, ja. Hat er gemacht. Ganz, völlig ohne Vorwürfe in irgendeine Richtung oder ohne Probleme, sondern alles klar, ich bin da, Camilla vorgestellt und Yippie-Ayo. Genau, jetzt ist es soweit. Aber ganz, ganz schräg. Ne? Aber du als, die werden ja nicht gewählt, aber beobachtest du sowas noch ein bisschen mehr als vielleicht sogar Labour Party oder was? Ist das Königshaus mehr? Nee, gar nicht, gar nicht. Nee, nee. Also du weißt, wie es ist, wir sind viel unterwegs, ich beobachte eigentlich gar nichts. Ja. Ich weiß, ich beobachte wie beim nichts. Programm. Ich gucke, wo ich hin muss am nächsten Tag. Weißt du, das beobachte ich auch so. Die sagen mir, das ist in 4 Tagen. Och. Ja, 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 ich weiß nicht. Ich weiß, morgen ist nochmal ein Podcast. Ist es Wahnsinn, wirklich. Warte, Samstag heirate ich. Ja, das weiß ich. Bist du absolut sicher, aber? Sicker? Sicker, Baby. Bist du sicher? Ich bin nicht so sicher, sagt sicher. Nein, ich habe ja mir einen Text auf Hand schreiben lassen. Du musst sicher sein. Das ist schön. Das ist schön. Ja, aber warte mal ab, weil Samstag morgen musst du aufhören und denken, nein, ich habe einen Auftritt. Ich bin ja älter als du. Ich habe doch einen Auftritt. Ich bin ja älter als du, ich bin ja schon 53. Ja, man hat ja. Sie ist ein wenig jünger, aber wenn ich mal Tag sage, kann die das aufnehmen. Ja.
Nee, wenn du, testamentarisch. Nein, aber ich will auch niemand anderes. Die schreibt auch mein Programm mit. Von ihr zum Beispiel auch hier. Dass sie das nimmt das im Programm auf. Das Handtuch ist ganz neu. Wasch halt erstmal auf links. Ja. Und ich habe ein weißes Blatt kopiert, weil ich brauchte einen Schmierzettel. Das ist perfekt. Aber du weißt, wenn deine Frau dein Programm mitschreibt und sie kommt und sagt, lass, und die Einzige, lass die uns doch eine Set machen über Scheidung, dann weißt du genau, was los sie ist. Sie geht nicht auf die Bühne. Sie geht nicht, ich kriege sie nicht auf die Bühne. Nee, nee. Es darf kein Kamerateam oder einer auf der Hochzeit. Nein, auf Hochzeit sein. Ja, okay. Natürlich sonst würdest du das da gerne machen sonst? Ja, sicher sind die geil, da. Oder? Weiß ich nur nicht. Ja. Macht ihr mit versteckter Kamera? Die ist so versteckt, die sieht jeder. Hast du einen Anzug gekauft? Bist du bereit? Wir mussten vor kurzem, weil die erste wurde abgesagt. Der erste Oxide-Kauf. Ja, vor 4 Monaten, da war eine Leiche hinten im Teich. Ist kein Schmeißer, ich bin nicht bei GZS. Ja. Und die lag hinter uns ungefähr 15 Meter, wo wir getraut worden wären. Okay. Fanden wir unromantisch. Jetzt hoffen wir, dass der See zugefroren ist. Ist es dir scheißegal, was da unten ist? Da kommt nichts mehr hoch. In unserem Alter erinnere ich mich. Ich sehe wie so ein Gesicht durch den Eifer. Kann auch ein Effekt sein. Hast du einen Solo-Moment? Bist du mit dem Solo unterwegs? Ich bin mit einem Abend mit Don Clark, nennt sich mein Solo. Boah, da hast du aber lange dran gesessen. Und ich habe wirklich lange überlegt. Ja. Nein, wirklich, aber nicht alleine. Wir waren zu zweit. Ja, auch. Und wir sind auf den Titel gekommen, weil ich meistens abends spiele. Ja. Und er hat dann mitgesagt. Weil ich Don Clark heiße. Ja. Das war so bam, bam, das war da. Und wir beide, wow, das muss ja sein. Ja, stimmt. Da haben wir ein paar andere Leute gefragt und die meinten, ja. Und dann ist wichtig, dass einer mitschreibt, dass man sich morgens. Aber der Sinn dahinter ist, ich werde immer älter zum Glück und irgendwann mal heißt das ein Nachmittag mit Don Clark, weißt du? Dann geben wir einfach einen Nachmittag mit Don Clark und dann irgendwann mal einen Morgen mit Don Clark und irgendwann mal spiele ich nur immer noch Witzkes in der Kita. Ja, genau. Dann brauchst du nicht viel machen an den Titel. Ja, du machst ja nicht viel. Ich mache eben nicht viel, genau. Und das will ich aber noch für den Rest meines Lebens machen. Und einen Abend mit Don Clark. Und das ist so brillant. Ich weiß nicht, wer hat ihn mal live gesehen? Gar keine. Ein Tollhaus. Es wird so sein. Es wird so sein. Gar keine. Hinter mir, hinter und wenn ihr doch nur... Doch. Ja, einfach, Ingo hat mich gesehen. Ja. Das ist sehr geil. Einfach nur aus Sympathico. Ja, absolut. Wie der Spanier sagt. Absolut fantastisch. Einfach also, mal. Ja, sicher. Wenn das Publikum nicht gut mitmacht, dann weine ich auch. Dann ist es Sympathie, dann lachen die auch. Ja. Weil ich so schwach bin da oben. Fängt aber immer früher an, das Weinen. Ne? Nee, bei mir ist das auch so, da ich auch zwischendurch manchmal sentimental werde. Ja, ja, aber genau. Ich sag so, warte, geht wieder. Also ungefähr eine Sekunde. Ja. Aber wo ich das gesehen habe, ich war so dermaßen begeistert. Und ich denke mir nur manchmal, halte ich da 2 Stunden durch? Wie lange spielst du so? Ich spiele 1,5 Stunden. Auch nicht mehr, ne? Ich habe mit 3 angefangen, machst du auch nicht mehr, ne? Nein. Mein erstes Solo war auch irgendwie 2,5 Stunden. Aber da habe ich alles gespielt, was ich hatte. Ja. Und noch ein bisschen was dazu. Wenn die Zuschauer so machen. Ja, ja, genau. Oh nee, da waren keine Zuschauer. Da waren keine Zuschauer. Ach, das war CD-Aufnahme ohne Publikum. Ich habe es für mich gemacht. Ja, zu Hause. Das sage ich auch zum Publikum. Ich sage, Leute, am Ende gibt es eine Zugabe, ob ihr wollt oder nicht. Ja. Weil es geht ja nicht nur um euch. Ja, es ist auch so ab einem gewissen Alter, es geht nicht mehr ums. Ja. Ich liebe euch und ich würde mich freuen, wenn ihr kommt. Aber wenn nicht, mag ich alleine. Das ist auch nicht so schlimm. Ich sage immer, pass auf, ich tue so, als ob ich runtergehe. Da ruft einer Zugabe, dann bin ich direkt wieder hier. Ja, genau. Ich gehe gar nicht. Was sollen wir für eine Welle? Ich auch nicht. Ich sage, was sollen wir für eine Welle? Oh, Zugabe, wie überraschend. Genau, richtig. Ich sage immer, wir rufen Zugabe, ich rufe mit, dass das richtig laut wird. Ja. Und dann mache ich einen. Ich suche immer einen aus, der dann ruft. Weil der hat während des Auftritts 2-mal gegrinst. Genau. Ich hatte neulich jemanden, manchmal hat man wünscht, wenn jemand anlacht, ne, das ist Wahnsinn. Wenn da eine klatscht, das wäre schön, dann klatschen die da auch. Ne? Ja. Und ich hatte einen im Publikum und das wirst du später gemerkt, der war ein bisschen, ne, und der hat nach jedem Witz gelacht. Und die sind nicht so gut, weißt du, nicht alle. Aber der hat auch, mag alles, alle richtig laut gelacht. Und ich denke, geil. Aber nach 20 Minuten denkst du, schmeiß ihn raus. Ja. Das stört mich. Aber genau das ist tatsächlich für einen selber.
wenn du das einmal erlebt hast, ja, hat er eine Störung? Ja, genau. Der, ist er ja irgendwie mit dem Bus hier? Ja. Oder lacht er wirklich? Oder einfach nur voll wie ein Eimer? Genau, genau. Und das, du stehst oben und arbeitest und denkst das alles. Weil du denkst das alles. Ne? Und dann machst du auch dann extra einen schlechten, wenn der dann lacht, gucken, was dann passiert. Ertappt. Oder einer, der gar keinen Sinn macht. Ja, ich habe tatsächlich ein paar Schlechte mit eingebaut. Ne? So, da sind zwei Frauen, da sagt die eine, ich habe mir gestern Brötchen geholt, auch lecker. Also ohne Gag. Genau, aber das ist gut. Das ist gut. Und dann lacht die andere noch kaputt, auch gut. Ja, ich habe auch eine Nummer, da erzähle ich Leute, ich sage, den Witz habe ich noch nicht, aber ich habe nur die Pointe. Ja. Und die würde ich gerne 50. austesten. Ich sag, und die Pointe heißt und sagt sie nein. Deine Pointe. Das finde ich richtig gut. So erzählt mein kleiner Bruder leider tatsächlich Witze. Ja, ja, ja. Der sagt so, Markus, da sind eine Nonne, ein Pfarrer. Zwei Pfarrer. Und die haben beide Fahrrad noch. Der mit dem Grün. Ich weiß nicht, wie er zu Ende geht, aber die Antwort war Frosch. Und lacht sich defekt. Sehr schön, sehr, sehr schön. Grüß ihn von mir. Und du stehst vor ihm. Genau, ja. Witze sind schwer. Du kannst das oder du kannst das nicht. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich habe eine Geschichte in mein Solo. Es geht um Vergesslichkeit, dass ich vergesslich geworden bin und was ich denn alles so vergesse oder was man glaubt vergessen. Und so ist richtig geil natürlich, sonst würde ich es nicht machen. Ja? Nur das Problem ist, ich gehe auf die Bühne neulich beim Solo und will das spielen und habe es tatsächlich vergessen. Ich wusste nicht, wie die Nummer geht. Die Nummer über Vergesslichkeit vergessen. Ja. Und dann bin ich von der Bühne runter und habe gesagt, das war's von mir. Tschüss. Backstage kommt das wieder. Ich wieder raus, habe es gespielt, in der Mitte, wieder vergessen. Das kann doch Kanzler werden. Das erinnert mich an Lars Hohlfeld bei den Mitternachtsspitzen. Ja. Nicht Mitternachtsspitzen, in der Mitternachtsshow. Ja. Tritt als erster auf. Konrad Stöckel war hinten noch, hat das alles so ein bisschen organisiert. Oh ja, ja. Und Lars, 20 Minuten ohne eine Pointe. Ja. Eigentlich ist er witzig. Ja, ja. Aber ihm fiel nichts ein. Und er sollte nur 10 Minuten machen. Nach 20 Minuten haben ihn Security als Gag, war kein Gag, von der Bühne geholt, weil er so voll war wie ein Eimer, weil er so nervös war. Ja, ja. Auf einmal rennt er wieder auf Bühne. Ich habe ihn! Ich habe ihn! Also wieder runtergezogen. Genau. 2013. Pointe runtergeschliffen. Ja. Aber ich liebe das. Ich habe Déjà-vu, hast du nicht gerade schon mal gesagt, ich mag sowas. Ja, 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 ja. Ja, oder wie scheiße ist das, am Glückskeks zu ersticken? Aber ich habe die Mitternacht-Show gespielt zur Weihnachtszeit. Da waren die ersten beiden Reihen waren voll, es war alles Polizisten. Ja. So eine Weihnachtsfeier. Die ganze Israel. Und die haben natürlich vielleicht nicht so oft ausgegangen, aber die waren alle betrunken. Ja. Alle. Und dann sitzen die Frauen da. Das ist aber nicht nur auf der Weihnachtsfeier so, das weißt du. Alle chic gemacht für Weihnachten, Kiez. Ja. Und dann schlafen die ein. Ja. Und die sitzen da in kurzen Rock und die Beine gehen immer weiter auseinander, weißt du. Ja. Und du sollst dich da oben konzentrieren. Ja. Ist nicht einfach. Und sonst schlafen die auch. Die schlafen tatsächlich. Und dann kommen die Pointe, alle klatschen und dann wachen die auf so. Und dann bist du fertig und schlafen die wieder ein. Da wird aus dem Kiez ein kleines Reh. Publikum angelegt. Nee, Jackie, denk mal mit dran, ich soll bei der Polizei mich noch vorstellen. Der Polizei, ich denke, was habe ich denn gemacht? Ich kriege einen Brief, habe aber nicht zu Ende gelesen, weil ich dieses Anfang Polizei kannte aus der Vergangenheit. ich denk mal auf, Polizeikorps hat mich eingeladen. Ja. Oh ja. Ja, und ob ich dich auch dann da mal 15 Minuten kostenfrei auftreten kann. Kostenfrei auch noch, ja. Ja, ja. Ja, das klar. Ist. Wenn nicht, würden die dich dahin schlecht. Wenn die mich demnächst nicht anhalten, ja. Nein, aber man kann mit der 8 auf dem Rücken auch schlecht fahren. Ich hatte auch eine Nummer eine Zeit lang von wegen. Ich bin viel auf dem Kiez gewesen, da viel mit dem Schmidt-Theater. Und dann wollte ich in einen Club daneben und bin angegangen und habe gesagt, ja, die wollen mich nicht reinlassen. Und ich habe gesagt, wisst ihr nicht, wer ich bin? Doch, deshalb kommst du nicht rein. Früher, wisst ihr nicht, wer ich bin? Nee, Gott sei Dank. Ich denke, ich habe noch einen Chance reinzukommen. Ja.
Aber vom Humor her sehen wir uns tatsächlich schon sehr, sehr ähnlich. Man kann aus allem was machen, aus jeder Situation, ja, auch selbst, ja, ja, wenn Blödsinn passiert, absolut, sollte man ja die durchaus so in die richtige Richtung schubsen. Aber bist ja du auf der Bühne auch politisch oder religiös, was ich gar nicht mache? Nee, gar nicht. Weil da gibt es zu viele, sag ich mal, Ich muss sagen, ich glaube, um politisch zu sein, Gruppen, habe ich das Gefühl, man sollte auch wissen, worum man spricht. Und das weiß ja ich gar nicht. Und ich weiß gar nicht, wie du mit dem Kohl auskommst. Und nee, aber jetzt, für mich, ich bin da früher aufgewachsen, ganz klar. Es gab Kohl und Johannes Paul. Es ja gab doch nicht ja mehr. Ja, ja, den ja, hast ja, du okay doch angerufen. Ja. Glückwunsch zum Namenstag. Ja. Und er sagt, heute ist nicht Johannes, heute ist nicht Paul, ja, aber heute genau ist der Zweite. Aha, ja, 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 ja. Ne? Aber ist tatsächlich so, damit ist man aufgewachsen. Ich, ja, 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 Kohl. Ja, ja, nee, nee, nee. Erstmal kam Mutti, Mutti Merkel, jetzt nenne ich meine Schwiegermutter Mutti. Ist aber politisch jetzt nicht ganz weit oben. Nee, nicht aber Firebeast. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass ich jetzt völlig weglasse. Ja, und ja, deswegen ja ist die Kneipe so Gold wert, ja, dass man alles da reindrücken kann. Ja, 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 ja. Und jedem anderen das in den Mund legen kann. Ja, weil genau, das ist nicht genau von dir. Kannst das hat da, ja der kann, gesagt. Können die das für mich sagen, bitte? Ja. Nee, wenn ich sage, da kommt der rein, nee, und macht so, und sagt, hör mal, hat einer Styroporkasten bestellt? Das ist der Pizzataxifahrer, du Idiot. Weißt du? Dann haben die sich darüber unterhalten, nicht ich. Oder guck mal, die da drüben, die verkaufen ja Zeitungen, der neue Laden. Ich sage, nein, die renovieren. Schön. Was ist dein Lieblingswitz? Oh Gott, ja, ich habe gerade überlegt, mein Lieblingswitz. Ich habe, wahrscheinlich habe ich den vergessen, aber mir ist ein eingefallen. Und es war von ein kleiner Junge geht spazieren im Wald mit seinem Vater. Sein Vater sieht er nur alle 5 Wochen, der arbeitet auf Montage. Und er geht mit ihm spazieren im Lebenszimmer und sagt er, oh Papa, guck mal, was da ist. Das ist ein toter Vogel. Dann sagt er, ja, aber warum liegt er auf dem Rücken? Sagt er, ja, ist versteift und die Beine nach oben, dann kommt Gott, nimmt ihn mit ins Himmel. Dann sagt er, oh schön, alles klar, kann man verstehen. Und dann kommt er 5 Wochen wieder, zurück später nach Hause und dann geht er wieder mit seinem Vater spazieren und sagt er, oh Mann, Papa, Mama ist fast gestorben, aber der Postbote hat sie gerettet. Ich sagte, wie meinst du das? Ich sagte, sie lag auf dem Bett, mit den Beinen in die Luft angerufen, mein Gott, ich komm. Und der Postbote hat sie festgehalten. Das war mal einer meiner Lieblingswitze. Kannst du den? Ja, ne? In 3 Versionen, aber. Aber, lang nicht mehr gehört. Aber, über Witze geht nichts. Um irgendwie, ich sag immer, zum Beispiel, du bist im Büro montags und du hast keinen Bock. Ja. Und dann kommt Karl-Heinz rein. Karl-Heinz kann nichts. Ja. Ja, der klebt ja eine Briefmarke auf dem Fax. Der kann nichts. Aber der sagt, bist du nicht der Sohn vom Ziegenficker? Nee. Dann weißt du. Ja. Ne? Und dann läuft der. Dann ist die Woche um. Und das ist so wichtig, dass man sich auch auf der Arbeit oder was Witze erzählt. Ne? Auf jeden Fall. Wohnst du denn jetzt noch in Hamburg oder hast du auch eine Zweitdienststelle in England? Nein, ich wohne in Hamburg noch, bin aber kaum da, weil ja ich bin verliebt in eine Frau aus Essen. Sie ist auch hier. Ja. Darf ich eigentlich gar nicht sagen. Doch. Bleibt unter uns. Bei Frauen, und ja. Und deshalb bin ich ganz oft in Essen im ja Moment. Ganz ist sie denn RWE-Fan? Ui! Ist sie? RWF Fui ist ein Fußballverein. Ah, okay. Ich glaube, das ist ein Insider. Ich habe es nicht verstanden. Bist du fußballaffin? Also, nein, bin ich gar nicht. Aus welcher Stadt kommst du, Per? Ich komme aus Halifax, Yorkshire, near Manchester. Natürlich. Near Manchester. Im Norden. Birmingham ist auch nicht Birmingham, weit. Birmingham, nein, mein Vater kommt aus Stadt Birmingham. In England, ja, jetzt Klugscheißer-Modus ja aus. Ja. Nee, aber Fußball, ja, wenn was Gutes kommt, ist ein Deutschland-Spiel oder WM, EM, wenn ich Zeit habe, würde ich gucken, auf jeden Fall. Also du bist ja auch einer, der dann sich die Highlights rauspickt? Genau, genau. Ja, ja. Und ja, und auch Pöbel dann. Ne? Ich möchte dazu sagen, dass Deutschland im Biathlon gewonnen hat. Der Roman Rees, deutscher Sportschießen abhauen. Biathlon ist wichtig für uns. Ja, ja. Hör mal, glaub ja, mir, Skisprung für England. Kannst ne Jackie fragen, sobald das Rennen aus ist, geht Telefon, ganz Familie telefoniert miteinander. Ja. Hast du das gesehen? Ich würde selbst MSV nicht gucken, wenn Biathlon läuft.
Nee, wirklich? Nur mit einem Auge? Ja. Weil ich nur eins habe? Nein, ich würde mich dafür interessieren, aber ich würde dann den Bildschirm anhaben, da hätte ich was okay. an, da hätte ich ja, was ja. ja, ich interessiere. Und wenn dann noch Dartsport kommt, dann ist der große Fan. ja. Magst du Daten? Als Engländer muss man Daten können. Muss man Daten können. Du man stehst so auf und schmeißt einen Pfeil zum kann. Arzt. Ich hab natürlich gedartet in England, aber nee. Kannst du es? Nee, kann ich. Nein, kann ich. Du? Wollen wir? Da sitzen Menschen. Ja, außerdem. Da hinten auch die Scheibe spielen, bitte. Ja, da ist eine Uhr. ja, ich sehe. ja, 12 ist oben. Ja, natürlich. Passt schon. Doppel 12. ja, 12 Stunden, 12 Monate. Du kannst auch bei drei treffen und dann warten, bis er auf 12 kommt. Ich bin immer noch nicht hinter dem Geheimnis dieses Zeichen gekommen. Es ist jetzt ein 10-Ender. Dann hat er das Kreuz überlegt, also er könnte bei dem nächsten Schuss wohl versterben. Ja, genau. Es ist etwas mit Voodoo zu tun, schätze ich mal. Er guckt aber auch ein bisschen so, dass er durchaus den Paten kennt. also wie die Firma Jägermeister da drauf gekommen ist, kann ich nicht sagen, müsste ich googeln. Könnte die Millionenfrage nämlich beim Jauch sein. Ich habe mehrere Sachen jetzt erfahren. Bist du auch für unnützes Wissen da? Ja, wenn es wirklich nicht nutzt, dann gerne. Er darf nicht nutzen. Aber wo immer was herkommt oder was, das verschlinge ich so dermaßen. Ja, okay. Ja, kann ich verstehen, ja. Ja, der, ja einfach nur der Gruß bei ja. Soldaten oder was. haben früher die Ritter haben nur das Visier hochgenommen, okay, um sich in die Augen zu gucken. Klar, ja. Ja, dann ja. war alles in Ordnung. So geil, ist dieser ja? Gruß entstanden. Ja, ja, ja. Ist völliger, bringt dich in diesem Leben nicht weiter. da muss man, aber im nächsten vielleicht. Wenn man da wieder Ritter hat. Vielleicht ist es eine von den Fragen, ja, wenn du oben ankommst. Weißt du? Rittersport esse ich immer noch gern. Ja, ja. Ich weiß nur, was ich sehr schön fand, war dieser Gruß von die Taubstummen. Das fand ich sehr interessant. Ja. Mit dem Bart und dem Andog. Das fand ich gut. Ja, aber es ist lange her zum Glück. Ja, ja, sehr lange, ja. ja. Ich weiß das aber seit 2 Monaten. weißt du, dass das lauteste war, was ich jemals gehört habe, eine Demonstration von Taubstummen? Das, war da, ja, das ist kein Scherz. Die haben sich gesammelt im Berliner ja, ja. Hauptbahnhof. Und ich habe gedacht, wie viel Tauben als Vogel sind denn da unten gerade gelandet? Ja, ich gehe da runter und dann unterhalten die sich ja untereinander. Ja, ja. Und machen ja dabei auch einen Ton. Genau. Und das war so laut. Ja, kannst du dir gar nicht vorstellen. Wenn man viel Bahn fährt, dann siehst du manchmal ein paar sich streiten. Ja. Das finde ich richtig. Also ich habe Angst, wenn ich mich streite, habe ich schon Angst. Aber wenn die... ganz schlimm. Aber wenn ich die Gebärdensprache bei Phoenix sehe zum Beispiel, ich würde es anders zeigen. Ich versuche manchmal sowas zu lernen, für mich überhaupt, damit ich da vielleicht mal auf der Welle bin. Ja. Aber... Du guckst dann die Nachrichten und unten ist eben die Frau, die Gebärdensprache macht. Ja. Und dann sag ich, das hätte ich anders gezeigt. Kennst du die Gebärdensprache, die Zeichen für Merkel? Nee, tatsächlich. Ist kein Scherz. Nein, ne? Oh Gott, wie süß. nee, ist wirklich. Ja, ist kein, aber der wäre besser, das stimmt. Ist kein Wunder, dass sie so aussieht, wenn sie das weiß. Muss ich so machen wie eine Gebärdensprache. Genau. Wenn sie lächeln würde, würden die gar nicht, die würden so machen. Keine Ahnung. Wenn die lächelt, dann denkt sie, die hat einen Schlaganfall. aber ich würde Mutti auch mal gerne einladen. Ich hatte ja Bärbel Bass hier. Ja, habe ich mitgekriegt. Und ich würde Merkel oder auch dafür nach Berlin fahren und sie mal zu interviewen. Weil ich glaube, die hat einen guten Humor. Ja. Ich glaube, die allein wie sie den Putin mal angeguckt hat, auch den Trump genau. bei der Einwohnung. Ja. Perfekt. Ja, da war auch noch was mit Trumpf, das hat sie gut gemacht. Ja. Und küsst immer den Franzosen. Ja. Ich glaube, sie kommt. Also ich glaube, wenn du ein Bild machst von dem Burger und das hinschickst, ich glaube, da wird sie kommen. Sieht lecker aus. Ich kann so weit gar nicht gucken. Weil ich müsste jetzt weitergehen und so gucken. Ja. Nein, aber ich finde das so geil. Wie alt warst du, wo du denn hier in Deutschland Comedy angefangen hast? Comedy angefangen in Deutschland mit circa 25.
Oh, ich esse mit 41. Also eigentlich mit 38, aber mit 41 Erfolg. Ja, geil. Ne? Ganz, ganz klein angefangen. Das war so, ich wohnte in einem WG und wir wollten so eine taktoffene Tür machen. Wir waren alle Hippies und es gab Maler, es gab Musiker und ich habe gesagt, ich mag was mit Comedy. Das war so mehr so... Welcher Stadtteil? In Lauenburg. Lauenburg, ein bisschen weiter weg. Lauenburg in der Elbe. Und das war so ein bisschen, ich habe damals was gemacht, so wie ein bisschen Otto Kuhnle, kennst du aus Berlin? Ja, ja. Sowas in die Richtung. Der hat bei so ein bisschen Comedy Factory mitgespielt. Ja, ja, genau. Sowas eigentlich in die Richtung. Genialer Typ. Einer, ja. Martin Schneider war auch dabei. Ja, genau, auch so. Ja. Der hatte ja, tatsächlich also ja. zum Bekanntheitsgrad geführt, da kam ja. der Kuhnle nicht dran. Ja, 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 ja. Komischerweise. Ja, ja, ja. Obwohl ja, der viel ja. genialer war. Absolut, ja. ja. Sowas in die Richtung habe ich gemacht. Mal, ich konnte hier kaum Deutsch, aber ich wollte unbedingt was machen. Und dann wurde mein Deutsch ein bisschen besser. Und dann wurde dieses Slapstick-Clown-Zeugs ein bisschen weniger. Ja. Und dann wurde es mir so, ja, dass ich überall spielen könnte. Also meine ersten größeren Auftritte als Comedian waren für Leute wie der Deutsche Bank und Allgemeine Versicherung. Warst du mein Wacken? Bist du in Wacken aufgetreten? Nee, bin ich nicht. Nee. Ich wurde einmal gefragt und dann kam hier diesen Corona. Ne? Ja, ich ja. werde immer noch nachgefragt. Ja, ja. Warst du mal da? Ich habe einmal unter Konrad ja. Stöckel auch. Ja, ja, genau, ja. er macht immer. Nee, und dann Solo ja. da gespielt. Ja, geil. 20.000 Leute, ja. Viele mit MSV-Trikot und so weiter. Ja, war ja. 2017 war Weltklasse. Fantastisch. Ich war mit meine Tochter ist ja auch hier. Ja. Waren wir auf Ibiza. Ja. Jackie war da, mein Sohn Dominik und so weiter. Und dann habe ich nur gesagt, ihr müsst hier bleiben. Und ich habe zu Jackie gesagt, weißt du warum? Die fackeln die Bude ab. Ja. Weil der Dominik sagt, wir könnten ja grillen und es war eine Trockenheit wie Sau da. Die lasse ich jetzt nicht alleine ja. hier. Ja. Wo soll man alles denken? Und dann bin ich rübergeflogen, nach Hamburg eben und dann wieder zurück nach Jutta. Aber super geil, Wacken ist Weltklasse. Ja, aber auf das Schiff gehe ich nicht. Das muss. Das, boah. Das und wie lange spielst du das Solo denn? Eineinhalb Stunden. Anderthalb Stunden. Ganzes Ding. Ja, ja, wow. Ja. 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 Aber gut, wenn die Leute kommen und das sehen wollen. Und gerade weil auf der anderen verfickten Seite spielt Sachsen. Ja, also auch Deutsche. Ja, ja, ja. Nein. Nein, aber du hörst sie zwar, ja, aber ja. die haben das so geil aufgebaut, dass die überall dich verstehen. Aha, an jeder Ecke ja, versteht gut, man gut. dich. Ne? Und das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Und dann wusste ich nicht, wohin. Und dann bin ich über eine Bühne gelaufen. Die ging dann auf und da kam eine schwedische Heavy-Metal-Band und ich kann mir den Namen nicht merken. Mm. Ich kann ihn mir verfickt nochmal nicht merken. Entschuldigung an die Hörer. Verfickt nochmal nicht merken. Aber nicht, ne? Hammerfall. Hammerfall. Ah, okay. Ah, genau. Boah, Ort, ne? Hey, ja. hab ich vergessen. Was hast du in Zukunft vor, außer älter zu werden? Ja, in Zukunft habe ich vor, weiter zu spielen. Das ist mein großes Glück. Ich habe so viel Spaß an Comedy und kann noch gut auf der Bühne stehen. Und AIDA spielst du auch manchmal, ne? Tue ich mein Schiff im Moment. Das darf ich hier ja. nicht sagen. Oh, darf man nicht? Nein, ich bin Aber AIDA. AIDA darf man? Ja, AIDA, nur ich. Okay, ich spiele AIDA mit T. Ja, Taida. Ich spiele auf Kreuzfahrtschiffe, ja, genau. Ja, ja ich spiele auf Wasser. Das ist ein Wort da drauf. Es ist geil, es ist, finde ich, ich sehe da für mich so ein paar Jahre drin. Also noch am Ende, wenn man überhaupt nicht mehr kann, kannst du immer noch am Schiff spielen, weißt du? Ja, so. Aber so. Da hast du dann gut angefangen mit nichts können. Ja, boah, ich aber weißt du, ich kann überall pennen, an jeder Ecke, weil es so laut ist. Ja. Wir hatten ja eben das Thema, ich bin im MRT eingepennt. Ja, ja. Eine Minute rein, sofort weg. Und du musst wann? Morgen? Ich muss morgen, ja. ja. ja, ja. Du kriegst morgen. Kopfhörer auf, es ist laut wie Scheiße, es ist dasselbe Techno-Lied, was ich gehört habe. Ja, gut, okay. Hör mal, rein. Ja, ist mein erstes Mal morgen, mein erstes Mal. Der erste Mal ich habe es noch nie gehabt, ich habe auch noch nie das gehabt, wo die denn so eine Kamera im Po stecken. Habe ich auch noch nie gehabt. Hatte ich mal, aber das hatte nichts Medizinisches. Ich würde gerne morgen, ich habe meine Hoffnung war, dass ich morgen beide gleichzeitig bekomme. Weißt du, so, das ist das gut. Ist das große Ding, wenn man älter wird. Ich hätte mehr eicheltechnisch Problem. Ah ja, okay, die würde ich auch. Ich habe gehört, das soll wehtun. Ja, okay. Da sind die Kurven im Darm egal. Nee, dann doch nicht. Vielleicht doch nicht. Kann man aussuchen eigentlich? Oh, ich hab, guck mal. Kann man aussuchen? Finger gebrochen. Kannst hast du das gesagt, gib mir den Eitel. Wir haben schon wieder ein Signal gekriegt. Ja, ich hab's gesehen. Wir haben wieder verquatscht. Wow. Ja, das ist Lisbeth, die macht das immer. Geil. Also, was ist, wir haben das verquatscht. Wir sollen das Thema wechseln, oder?
Nee, wir sollen den Gast wechseln. Oh, shit. Das ist, ich kann mir vorstellen, dass das sonst funktioniert, aber ich gehe nicht. Ich habe noch nie so viel gemacht. Wie lange war ich hier oben? 4 Stunden? 18, gefühlt. Gut, dann gehe ich ganz. Aber du hast, du rauchst, hast du, aber HB nicht, ja. Ne, das ist diese Flüchtlingsmarke. Hier bin ich, hier bleibe ich, hier baue ich. Gut, du bist so süß. Hier das war Don Clark bei meiner kleinen Postcard-Kommunikation. Schön, dass er hier ist.